Die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel kommt bei einigen in Stralsund nicht gut an und die Kritiker sind nicht zimperlich. Zuletzt legten sie Schweineköpfe vor dem Wahlkreisbüro ab. Nun platzieren unbekannte Grabkerzen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, bislang Unbekannte hatten in der Nacht 14 Grabkerzen, rote Rosen und 4 Bilder von Jungfrauen vor dem Wahlkreisbüro der CDU-Vorsitzenden platziert. Auf 4 Grabkerzen stand Identitäre Bewegung. Kira, Mia und Mireille, junge Frauen mit diesen Namen, waren vor kurzem Opfer von Gewalttaten geworden. Um die Herkunft zu klären, sagte die Sprecherin, zudem hätte es für die Grabkerzen wegen des offenen Feuers einer ordnungsbehördlichen Genehmigung bedurft, auch ob wirklich mit Kreide geschrieben wurde. Werde noch geprüft, handele es sich um Sprühfarbe. Verdächtig ist ihr Ex-Freund, ein Flüchtling aus Afghanistan. Die 14-jährige Kira war Anfang März in Berlin getötet worden. Ein 15 Jahre alter deutscher Mitschüler gestand die Tat. Anfang März wurde die 17-jährige Mireille in Schleswig-Holstein ebenfalls erstochen. Verdächtig ist ihr Freund, ein 18 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan. Quelle ntv.de.